Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio in Rohrbach. Es kocht für Sie Dominik Süß, auch bekannt als Sweet Dominik. Und heute gibt es aber nichts Süßes, sondern eher was Salziges. Was machen wir? Genau, wir machen einen richtig guten Fisch. Und zwar habe ich mitgebracht eine Forelle da. Mhm. Die ist von uns aus dem Stausee, in Rannerstausee in Oberkappel, direkt vor der Haustüre also. Und dazu machen wir ein leckeres Risotto, ein bisschen Basilikumöl, also ganz frisch für die Frische. Und ja, legen wir los. Und du zeigst uns jetzt einmal, wie man den Fisch filetiert. Währenddessen kümmere ich mich ein bisschen so um das Risotto, was da alles reingehört, ja? Genau. Also du schneidest schon mal die Schalotten. Also wichtig ist immer ein dünnes Messer, ein langes zum haben. Kann ein bisschen flexibel sein. Und dann schneidet man einmal da hinten beim Kopf so rein. Und dann dreht man das Messer einfach so um. Ihr dürft das hören ruhig. Und dann fährt man an der Wirbelsäule so entlang. Und wir lösen das Filet so komplett dann runter. Genau, das haben wir dann einmal. Und dann die zweite Seite machen wir genau gleich. Wir drehen den Fisch einfach um. Fahren wieder vorne hinter dem Kopf hinein, dass wir da das ganze Fleisch bis hier vorne dabei haben. Drehen das Messer und wieder wirklich an der Wirbelsäule entlang. Die Flosse lassen wir da am Fisch dran. Genau, jetzt haben wir unsere zwei Filets da und jetzt müssen wir natürlich nur unsere Gräten ein bisschen entfernen, beziehungsweise das Tranige, das Weiße. So, jetzt hast du da Reis, du hast aber auch Pinienkerne. In welchem Moment gibst du die Pinienkerne dazu? Wir werden die Pinienkerne einmal genau zeitgleich mit dem Reis reingeben und dann einmal ganz zum Schluss, nur dann haben wir zwar von der Konsistenz ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich schwitze das nur ganz kurz an. Das ist perfekt. Und dann würde ich schon den Reis und ein bisschen was von den Pinienkernen dazu geben. Du hast da einen Gemüsefond? Genau, Gemüsefond habe ich vorher schon gemacht. Jetzt müssen wir kurz das schöne Zischen genießen. Ah, und jetzt sehe ich gerade, du lässt die Haut oben. Die lassen wir dran, ja genau. Ich habe jetzt einmal da schon kleinere Filets geschnitten. Super. Und da siehst du. Da. Genau, das müssen wir noch zupfen. Bisschen, gell? Also das heißt, ihr habt einen Fischteich auch dabei? Ja, Teich ist gut gesagt, Ranner Stausee sogar. Jetzt hör doch also auf. Oberkappel liegt ja zwischen zwei Seen, einmal der Ranner Badesee, perfekt für Ausflüge im Boden und so. Und dann fließt eben der Ranner, also die Ranner, der Fluss durch Oberkappel durch bis zum Stausee. Und da ist 4 Kilometer lang aufgestaut und von Fliegenfischen bis Seeangeln kann man da echt alles machen. Herrlich. Und danach den Fisch dann bei uns genießen. Schau her, ich habe da das vorbereitet, also das, was du angefangen hast. Das ist so lieb von dir. Ich hoffe, es passt. Ja, perfekt. Mhm. Du hast gesagt, du machst jetzt einen extra knusprigen, guten Fisch. Jetzt bin ich gespannt auf deine Geheimzutatenrezepte. Ja, ich tue den Fisch immer auf der Hautseite braten, dass schön groß wird. Und wir machen sie da jetzt noch aus Sierpfanne, das heißt mit Olivenöl, Butter, Thymian, Rosmarin, ein paar Kräuter, Zitrone. Lassen wir das ein bisschen ziehen nachher. Dann haben wir auch nicht so den Stress mit den anderen Zutaten. Okay, darf ich dir das vorbereiten? Voll gerne. Olivenöl, Butter, Zitronenscheibe ausgesagt und Kräuter aller Art. Jo, ja, genau. Gut. Beim Risotto ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Du spürst ja, der ist ganz warm. Und dass man immer einen warmen Gemüse vor einer leert und keinen kalten. Gut zu wissen. Das, dann ein bisschen an Saft. Genau, so ein Thymian. Und was wir auch noch dazu machen, darum haben wir unseren Basilikum da, ist das ein Basilikumöl. So, da leere ich jetzt das noch gleich rein, Olivenöl. So, schau her, das ist fertig. Dann mixen wir gleich mal, oder? Mixen wir gleich mal. Jetzt wird es extrem laut und deswegen schicken wir Sie in eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder für Sie da. Schalt ein, das Todesgerät. Bis gleich! Wir sehen uns gleich wieder! Kulinarisches Oberösterreich wird präsentiert von Genussland Oberösterreich.
Rotkrautstrudel, Dinkellasagne, Kartoffelnudeln. Diese Rezepte sind von Lisa Traxler und auch die Idee der Kochboxen. Die kann jeder bestellen und zu Hause nachkochen. Lisa und Bernhard Traxler packen die Schachteln in ihrer Garage in Peilstein, befüllt mit regionalen Lebensmitteln. Meine Produkte kommen eben nur von Mühlviertler Produzenten und da auch nur von klar strukturierten Betrieben. Also es sind keine großen Lebensmittelmanufakturen, die was man sowieso aus dem Supermarkt kennt, sondern man lernt da neue Produzenten kennen. Lisa Traxlers Bolognese ist fleischlos. Sie verwendet dafür Süßlupinen. Die Süßlupinen, das ist eben eine Hülsenfrucht, die wächst bei uns ganz regional in Freistadt. Das ist normal eine Bohne, in dem Fall ist es aber schon geschrottet, weil mir wichtig ist, dass die Rezepte schnell gekocht sind. Und das heißt, man braucht es vorher nicht in Wasser irgendwie einwachen, wie man es kennt für die anderen Hülsenfrüchte, sondern sie sind 15 Minuten sind die durch. Das Unternehmen Schinken, Wolf und Hühnergeschrei ist eines von 350 Genusslandproduzenten in Oberösterreich. Wir wollten eben auch einen großen Partner an der Seite haben, der was für regionale Produkte steht. Und ja, ich finde, das passt perfekt zu uns. Und wir haben da den direkten Kontakt zu den Genusslandproduzenten, die was mich beliefern. Für Sportler, die gerne Shakes trinken, ist das eine Alternative zum Proteinpulver. Das Hanfmehl wird ja gemacht aus den Hanfsamen. Die werden geröstet und dann wird eben das Hanföl daraus gepresst. Und das, was übrig bleibt, der Presskuchen, der wird eben getrocknet und dann ganz fein vermahlen. Und es ist quasi beinahe fettfrei, aber die wertvollen Inhaltsstoffe wie das Eiweiß vom Hanf ist eben da enthalten. Und man kann es perfekt in einen Regenerationsshake nach dem Sport verwenden. Ob Sportler, Kochneuling oder Fortgeschrittener, alle Rezepte sind einfach nachzukochen. Die ganze Woche billig. Jetzt bei Maximarkt die besten Produkte eine ganze Woche billiger. 25% auf alle Biere, zum Beispiel Zipfermärzen, jetzt nur 13,35 Euro pro Kiste. Sie sparen 8,85 Euro pro Kiste. Maximarkt ist echt stark. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Die Schönheit der Alpen für die Küche neu entdeckt und veredelt zur Natursteinarbeitsplatte. Das neue Alpenwelt-Sortiment, exklusiv bei Strasser. Die perfekte Küche inspiriert und unterstützt mich, setzt meine Kreativität frei. Die Miele Generation 7000 Küchengeräte sind intuitiver als je zuvor. Mit bahnbrechenden Innovationen, sodass man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Das ist Qualität, die ihrer Zeit voraus ist. Miele, immer besser. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. So, ich glaube, der Mixer hat gehalten, was er versprochen hat, ja, oder? Ja, schaut schon ganz gut Nehmen aus. Nehmen wir das. Ja, und jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Abhängen lassen über Nacht. Genau. Dass da jetzt haben wir das quasi nur sehr dickflüssig, aber wenn Sie sich die Mühe machen wollen, dann gerne durch ein feines Sieb über Nacht abtropfen lassen. Sehr gut, ich fange mit dem Fisch an. Gut, also Sie wissen, wir haben hier den tollen Teppanyaki, geht aber auch in der Pfanne. Schau, wie sich der zusammenzieht. Zeichen, dass er besonders frisch ist, gell? Das passt perfekt. Und immer auf der Hautseite braten. Zuerst herrlich. Mal gleich salzen und pfeffern da noch. So. Hast du beim Risotto schon mal gekocht? Soll ich? Mhm. Ich lasse mich immer ganz gerne überraschen, weil ich dir natürlich blind vertraue. Zum Schluss kommt nämlich jetzt noch rein
Also haben wir ein bisschen Butter und Parmesan haben wir schon drin. Und zum Finish immer noch mal Butter, Parmesan. Und was ganz wichtig ist, die Säure von der Zitrone. Was auch da jetzt ganz wichtig ist, nicht mehr zu hoch aufdrehen. Mhm. Wenn wir nämlich jetzt noch mal das aufkochen lassen würden, dann haben wir einerseits beim Parmesan nicht zu Fäden. Ja. Und das ist nicht so sexy. Also mehr sexy, wenn es so cremig ist. Das muss schon sexy sein. Ja. Das ist ganz wichtig. Und bei der Butter, dass die richtig sexy ist, wenn das nur so schmilzt, dann hast du richtig den butterigen, fetten Geschmack drinnen. Also du schmeckst es richtig. Ja. Wenn es aber aufkocht, dann verfliegt der Geschmack wieder ein bisschen und du hast nur das Fett drin. Also. Und den Fisch, wie macht man den, dass der sexy wird? Fisch braten wir nochmal. Ihr seht schon, das löst sich eigentlich wieder komplett von alleine da, wenn das lang genug liegt. Also die zweite Seite vom Fisch müssen wir wirklich nur ganz kurz braten. Und ich zeige euch jetzt nochmal einen Trick. Wir ziehen jetzt die Haut nochmal runter, aber nicht, weil wir es nicht essen wollen, sondern weil wir da so einen Chip machen können. Also wir legen das einfach so nochmal drauf. Bei zwei Stück können wir das zum Beispiel jetzt machen mit der Haut. Zweimal lassen wir es dran. Ah, dass das so extra knusprig wird. Genau. Und den Rest legen wir jetzt einfach in unsere Rasierpfanne rein. Jetzt ist natürlich die große Frage, normalerweise zum Fisch immer Wein. Wir haben aber einen netten Sendungspartner, die Bierregion Innviertel. Was sagst du als Biersommelier? Geht Bier auch zum Fisch? Auf jeden Fall. Bier ist ja so vielseitig. Also wir haben ja so viele verschiedene Bierstile. Und von der Vielseitigkeit haben wir jetzt da was Obergäriges mitgebracht, was einfach viel aromatischer ist und richtig gut dazu passt. Schauen wir mal, was das ist. Das ist ein belgisches Bier, habe ich mir sagen lassen. Ein Witbier, was bedeutet das? Witbier ist der Bierstil, wie du schon richtig gesagt hast, der belgische Bierstil ist das. Also belgischer Bierstil, ich habe das falsch gesagt, kein belgisches Bier, sondern belgischer Bierstil. Genau, das Bier kommt natürlich aus der Bierregion Innviertel, nicht aus Belgien, wir bleiben da regional. Und der Witstil besagt was? Ja, du wirst es gleich merken in der Nase, das ist wie bei uns zum Beispiel Weizenbiere, kennt man, die sind auch obergärig und da wird man extreme Aromatik jetzt gleich ausriechen und ausschmecken. Also, falls es Sie interessiert, dieses Bier ist von Raschhofer und da stehen so tolle Sachen oben, wie ein Hauch Korianderwürze, Orangennote und eine Prise Salz. Abwechslungsreich wie das Leben. Wenn Raschhofer das sagt, dann nehmen wir das dann so. Dann musst du es so sagen. Magst du mal anstoßen mit mir? Voll gern, voll gern. Und so eine schöne Farbe auch. Prost, Prost. Prost. Auf dich. Freut mich. Mhm. Boah, das ist aber gut. Cool. Voll aromatisch, Zitrusnoten recht mal außer, finde ich. Also wieder super zum Fisch passt mit der Zitrone, was wir drin haben. Und das ist echt ein cooles Sommerbier, finde ich. Ich wollte gerade sagen, es schmeckt fast, als wäre da irgendwie mit Fruchtgeschmack gemischt, wie ein Radler. Jetzt einerseits die Hefe drinnen und der Hopfen. Die Hopfensorten sind das. Jetzt, ich tue den letzten Parmesan noch rein, weil ich glaube, du. Gehst du in die Zielgerade, gell? Komplett. Cool. Komplett. Unser Fischchip, der ist auch schon fast fertig. Einfach liegen lassen, habe ich dann, seht ihr das? Und dann lassen wir es noch abtropfen. Und dann haben wir eine coole Dekoration auch für später zum Anrichten. Ja, und während der Dominik schon anrichtet, gibt es für Sie zu Hause noch was zu gewinnen. Und zwar einen 50-Euro-Gutschein von Maximarkt. Schicken Sie uns eine Mail oder Postkarte, warum gerade Sie diesen Gutschein gerne hätten. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Mitspielen. Schlurzig, so wie es sein soll. Ist die Konsistenz? Perfekt. Genau so muss das sein. Jetzt klopft man das ein bisschen auseinander, dass das cool ausschaut. Aha. Schau, ich stelle da alles hin, was du noch brauchen kannst. Perfekt. Und wir haben jetzt gesehen, einmal mit Haut, einmal ohne Haut, wenn wir unseren Hautchip haben. Hey, cool. Dann kommen wir immer in die Höhe. Bei der Anrichtung, wenn du in die Höhe kommst, das ist immer wichtig. Mhm. Und? Das schaut auch super aus, oder? Selbstgemachtes Basilikumöl. Und das schaut natürlich dann sofort aus wie beim Profi. Käse kann auch nie genug sein, oder? Magst du einen frischen Parmesan drauf? Ja, sicher. Zu Ihnen nach Hause natürlich jetzt schon eine Mahlzeit. Wir freuen uns auch über Ihre Interpretationen von den Gerichten. Schicken Sie uns auf den sozialen Medien ein Foto, entweder an Sweet Dominic direkt oder an LT1. Wir sind auf Facebook wie auch auf Instagram vertreten. Und so sieht es dann aus, unser wunderbares Risotto mit Forelle. Perfekt. Darf ich? Letzter Blick für Sie drauf. So, dann zuerst das Risotto, oder? Ja. Ja, das ist schon ziemlich gut. Warte mal, und da jetzt den Fisch. Der Fisch ist hervorragend, wirklich gut. Das wird großartig. Danke, vielen Dank.
Sauber. Sehr gut. Ja. Danke. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt.